Etwa 40 Rechtsextreme haben in Stockholm am Sonntag eine Demonstration gegen Nazis angegriffen. Diese Amateuraufnahmen zeigen, wie Leuchtbomben in die Menge fliegen. 4 Menschen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei nahm 28 Verdächtige fest. Die rund 400 Demonstranten hatten gegen Nazi-Graffiti im Stadtteil Kärrtorp protestiert. Die Neonazi-Gruppe Schwedische Widerstandsbewegung bekannte sich zu dem Angriff.